Wenn Krishna sagt in der Bhagavad Gita, Sadhavadamam Paridhyadamam Ekam Shalambhaja Aham Kham Sarvakok Bhavityo Moksha Shyamam Asucha. Das ist am Ende der Bhagavad Gita, Schlussfolgerung sozusagen. Man sagt, gib alle Arten von Religionen auf und ergib dich einfach nur mir. Ich werde dich vor allem bewahren. Ja. So, das ist damit gemeint, dass wir eigentlich immer nur die heiligen Namen singen sollen von Krishna. Denn die heiligen Namen zu singen von Gott sind das Nitya Dharma der Seele, die ewige Bestimmung, könnte man sagen, der Seele. Das ist einer der wenigen Mantren, die auch in der spirituellen Dimension noch gesungen werden, immer noch. Das heißt, man hört nie darauf damit. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.